Hallo Leute und recht herzlich willkommen zur vierten Folge Straßenmeisterei Simulator. Wir sind in der letzten Folge mit dem Waschfahrzeug, mit dem Unimog, mit dem Waschgerät sind wir rausgefahren und haben einmal die ganzen Leitplanken gereinigt. Und heute schauen wir mal an, was es als nächstes gibt für einen Auftrag für uns. Und dann schauen wir mal nach. So, Schilder stellen, Streckennetz. Es ist wieder da. Der Schilderdieb treibt wieder sein Unwesen. Oje. Ja, aber das passiert auch relativ häufig, dass da irgendwelche Leute die Schilder klauen und die sich warum auch immer ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer reinhängen. Oder was auch sehr gern geklaut wird, Leitpfosten. Genau. Im gesamten Streckennetz sind Verkehrsschilder verschwunden. Um die Sicherheit des Straßenverkehrs wiederherzustellen, müssen die Verkehrsschilder sofort wieder aufgestellt werden. Lade die Materialien auf den Pritschenwagen mit Warnleitsystem, fahrt das Schild. Das Streckennetz ab und stell die Verkehrsschilder wieder dort auf, wo sie hingehören. Beeil dich. Gefahr in Verzug. Das stimmt. Wir haben Gefahrenverzug. Und da haben wir sogar Sonderrechte. Dürfen rein theoretisch mit dem Fahrzeug auch als Geisterfahrer interagieren, wenn Gefahr im Verzug ist. Wir haben Sonderrechte. Sonderwege haben wir frei, aber keine Sonderrechte. Aber früher zumindest gab es auch noch Fahrzeuge bei uns mit Martinshorn, die leider jetzt verboten sind. Und meiner Meinung nach gehört es eigentlich auch wieder her. Weil wenn wir durch Rettungsgassen müssen und uns kein Platz gemacht wird, dann ist blöd. Dann muss ich öfters oder einer meiner Kollegen dann aussteigen und dann die ganzen Verkehrsteilnehmern an die Windschutzscheibe oder an die Tür klopfen und mit denen dann reden und fragen, ob das möglich wäre, ob dass sie auf die Seite fahren können. Ist relativ lästig, weil vorne benötigen Leute Hilfe, natürlich auch die Rettungskräfte, und die wollen natürlich auch sicher arbeiten. Deswegen müssen wir uns da auch einerseits beeilen, um die ganzen auch abzusichern. So, jetzt haben wir ein 50er Schild aufgestellt, oder beziehungsweise nicht aufgestellt, sondern aufgeladen. Dann haben wir hier einmal ein Abfahrtsstraßenschild. Dann haben wir einmal ein Stoppschild, das müssen wir dann auch noch aufstellen. Dann haben wir hier eine 300 Meter Barke. Genau, das ist für Ausfahrten an der Autobahn, ist es gedacht. Dann einmal Bildwechsel. Dann haben wir noch einmal ein unbegrenztes Schild, das müssen wir auch natürlich aufladen. Ein Überholverbot, Aufhebungsschild müssen wir natürlich auch wieder aufladen. Ein Autobahnschild, das ist auch immer ganz wichtig. Dann haben wir einmal hier Überholverbot. Das laden wir auch einmal auf. Und dann haben wir einmal noch Vorfahrt. Ein Vorfahrtsschild. Genau. So, dann können wir das Ganze aufladen. So, fertig, ist sicher. Super, dann können wir einsteigen. Und dann machen wir es jetzt so, weil ja die Schilder direkt jetzt überall schon fehlen, machen wir jetzt schon die Rundumleuchte an sich an. Und werden natürlich auch den Verkehr schon vorwarnen. Deswegen werden wir einmal hier auch einen Pfeil reintun. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los und schauen mal, wo jetzt hier die ganzen Verkehrsschilder fehlen. Insgesamt haben wir ja 10 aufgeladen. Müssen wir dann mal gucken. So. Hier sind ja noch die Schilder dran. Hier auch. Aber da fehlt ein Schild. Wenn wir jetzt hier einmal drehen hier vorne. Dann bleiben wir auch direkt hier am Seitenstreifen bzw. in der grünen Fläche stehen. So.
Okay. Müssen wir aufpassen, weil wir sind im laufenden Verkehr, arbeiten wir. Das ist nicht immer so vorteilshaft. Komm an der Seite mal auf. Und hier fehlt einmal ein Vorfahrtsschild. Das Ganze stellen wir mal hier auf. So, da haben wir es. Das sieht aus wie neu. Wunderbar, ist ja auch neu. So. Dann machen wir hier wieder zu an der Stelle. Schauen wir mal, jetzt können wir noch schnell reinhüpfen. Zack. Machen wir einmal Motor an. Und dann fahren wir direkt weiter. Nein, nee, wir fahren doch auf die Autobahn rauf. Wir fahren ja auf dem Standstreifen, deswegen werden wir hier jetzt unser X wieder reinhauen. Weil ja die Spur so oder so schon gesperrt ist an sich, wegen dem dicken Pfeil. Oder was heißt dicken Pfeil? Weil es halt eben eine Standspur ist. Und wir ja die Standspur benutzen dürfen. Und da ja keiner dran vorbeifahren soll, sondern man soll ja die Spur daneben nutzen. Und hier ist ja dann deswegen jedes Mal ein X immer drin. Also immer merken, Standspur immer ein X. Der sagt mir jetzt zwar, dass wir hier einen Fall nach links machen müssen. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht so richtig. Das ist leider nicht so richtig. Das ist leider echt nicht richtig. Weil wir müssen ja den Verkehr, der jetzt hier auf dem Fahrstreifen läuft, müssen wir ja nicht mitteilen, dass er hier vorbeifahren soll. Das weiß der ja im Endeffekt, weil der ja kein Hindernis ist. Hier ist ein Hindernis und deswegen wird das immer hier mit einem X gekennzeichnet. Das weiß ich gar nicht. Können wir da nochmal einsteigen? Nee, können wir leider nicht. Geht leider nicht. Aber Leute, es ist wirklich so. Ich habe das Ganze gelernt. Deswegen weiß ich das am besten. Was bauen wir hier für ein Schild? Auf der anderen Seite ist auch kein Schild. Ich weiß gar nicht, was hier für Schild hinkommt. Kommt da Überholverbot hin? Ah ja. Das Überholverbot kommt hin. Okay, dann können wir hier wieder zumachen. Gehen wir einmal ums Fahrzeug rum. Schauen wir mal, dass der Verkehr. So. Ja, jetzt halt schnell. So. Wir machen es wieder X trotzdem rein, weil es ja eigentlich so richtig ist. Und dann fahren wir einmal das Ganze ab. Und wir müssen dann umdrehen anscheinend. Müssen wir halt einfach bis nochmal entlang fahren. Wir können ja jetzt auch währenddessen die Streckenkontrolle schon einerseits sogar durchführen. Wenn jetzt wir hier irgendwie müssen, aber neben der Leitplanke sein. Die Streckenkontrolle, die haben wir auch. Und zwar wird jeden Tag die Fahrbahn kontrolliert. Ob da irgendwelche Teile liegen, weil wir, was wir ganz oft haben, sind die Anti-Rutschmatten von den LKWs. Ja, das wird ja verwendet zum Sichern von der Ladung. Und ab und zu fällt es dann im Endeffekt vom LKW runter. Das Ganze liegt dann häufig dann auf der Straße, also im Endeffekt auf dem Fahrstreifen. Oder auch, was sehr häufig vorkommt, auf dem Standstreifen. Dazu haben wir natürlich auch überrollte Tiere, also Wildunfälle. Müll häufig, Schrauben, was natürlich sehr gefährlich sein kann für den Straßenverkehr, weil eine Schraube kann den Platten verursachen und du natürlich siehst die Schraube, ziehst natürlich dein Lenkrad drüber, weil du ja nicht Lust hast oder vorhast, einen Platten zu bekommen, und währenddessen passiert ein Unfall und das ist natürlich nicht so vorteilshaft. Wenn wir jetzt gerade gucken, ein bisschen im Rückspiegel den Verkehr behalten. Im Blick behalten.
Das sieht aber an sich ganz gut aus. Jetzt werden wir hier einmal kurz drehen. Und dann schauen wir uns mal hier das Ganze an. Aber hier passt ja soweit alles mit den Schildern. Ist halt wieder erst nur auf der anderen Seite anscheinend gesichtet worden. Genau, hier wiederum kommt natürlich nicht wieder das X rein, sondern dafür muss jetzt dieses Mal der Pfeil wieder rein. Und dann können wir einmal auch das Ganze anhalten, ausmachen, aussteigen und dann werden wir schnell das Schild auch wieder dran montieren bzw. wieder aufstellen. Da kommt dann das Autobahnschild wieder hin, weil ja hier im Endeffekt eine neue bzw. hier eine Autobahn anfängt auf der Auffahrt. So, wunderbar. Können wir das Ganze wieder zumachen und dann fahren wir auch direkt zur nächsten. Können wir das X wieder raus tun. Und dann fahren wir wieder auf die Landstraße rauf. Und gucken uns einmal das alles an. Wir haben jetzt von 10 Schildern haben wir schon mal 3 aufgestellt. Heute wird höchstwahrscheinlich eine gute XXL-Folge, glaube ich, entstehen. Aber ihr habt es ja auch in die Kommentare reingeschrieben. Dennis, warum sind die Folgen immer so kurz? Was heißt kurz? Eine halbe Stunde, eine Folge ist schon lang. So. Ach, das schaffen wir schon. Vollgas. So, machen wir hier einmal auf. Dann kommt hier einmal das mit dem LKW-Überholverbot aufgehoben. Genau, dass jetzt wieder auch alles überholt werden darf. Dann schauen wir kurz, können wir auch direkt wieder einsteigen. So, muss X wieder rein. Und dann fahren wir mal wieder weiter ab. Kontrollieren ein bisschen die Strecke. Genau, bei einer Streckenkontrolle, was ist denn an einer Streckenkontrolle wichtig? Es sollten natürlich wieder alle Verkehrszeichen dran sein. Es sollte keine Unfallschäden geben. Also die Leitplanke soll kontrolliert werden, an sich so jetzt optisch. Ob da irgendwas ist, eine Beschädigung oder sowas, die schon bekannt ist oder nicht, auch unbekannt ist. Natürlich, was auch so mit der Straße ist, ob der Asphalt okay ist oder ob Schlaglöcher oder sich Risse bilden. Das Ganze wird dokumentiert und natürlich dann auch wieder dem, also höchstwahrscheinlich, wenn es wirklich Gefahrenverzug ist, dann wird das Ganze natürlich am selben Tag gemacht oder auch direkt von dem Kontrolleur, Streckenkontrolleur, direkt vor Ort gemacht, wenn er es natürlich dabei hat. Wenn es aber natürlich was Größeres ist, jetzt auf der Autobahn zumindest, da kannst du nicht einfach dich mit dem Fahrzeug auf die linke Spur hinstellen. Also das, ich weiß jetzt nicht, wie das im Spiel hier an sich geregelt ist, aber in echt geht das nicht. Du musst davor noch Vorwarner hinstellen, auch mit Standstreifen. Und, ja. Was natürlich auch wichtig ist, dass die Markierungen da sind. An sich die Schilder natürlich auch. Dass kein Müll rumliegt, keine Gefahrenteile, Folien zum Beispiel, die sich meistens gerne bei den Leitplanken, bei den Standfüßen drumherum wickeln. Das Ganze kann mit einem Windzug, kann die Folie weggeblasen werden Richtung Fahrbahn. Währenddessen fährt dort zum Beispiel Motorradfahrer, der kriegt einmal diese Plastikfolie voll ins Gesicht, er sieht nichts, fährt aus Versehen unter einen LKW ran oder irgendwo dagegen. Das kann immer sehr schlimm und sehr schlecht enden. Deswegen immer aufpassen. Und ja. Und warum ich einerseits auch den Beruf gewählt habe, weil er einfach abwechslungsreich ist. Du weißt, was du am Ende des Tages erledigt hast oder gemacht hast. Es gefällt dir. Und es ist einfach die Abwechslung. Und du hast ab und zu so Zeitpunkte, wo es einfach actionreich ist. Du arbeitest viel mit der Autobahnpolizei zusammen. Du arbeitest viel mit der Feuerwehr, mit dem ADAC und mit sonstigen Ämtern zusammen. Deswegen sehr interessanter Beruf. Und wie schon mal erwähnt, wer das Ganze mal vielleicht mal ausprobieren möchte, in einem Praktikum oder sowas, erkundigt euch mal bei euch in der Umgebung nach einem Praktikum oder an sich, was es so gibt. Ob es eine Autobahnmeisterei gibt. Oder eine Straßenmeisterei. Und
dann einfach mal vielleicht dort mal anrufen und nachfragen, wie das ist mit einem Praktikum. Für eine Woche oder für zwei Wochen. Bin ich jetzt vielleicht in der Schule an sich. Es wäre mal auch mal was für die Schule, weil das Ding ist, euer Lehrer, euer Lehrer, der kann euch leider nicht besuchen kommen. Also höchstens im Bauhof schon, wenn du auch da drin bist, ja. Aber wenn du auf der Strecke bist, ist sehr, sehr schwierig. Also so war es zumindest bei mir, weil ich ja schon mal, ich habe einmal zwei Wochen Praktikum gemacht in der Autobahnmeisterei und dann einmal eine Woche. Das Ganze einmal in der 7. und 8. Klasse. So. Und ich habe mir das Ganze natürlich mal angeguckt und ich war dann aber auch nochmal beim Straßenbau. Ich habe mir einmal bei Strabag habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Und fand es auch sehr faszinierend, aber es war, wurde mir ein bisschen zu eintönig. Also jedes Mal selber zu asphaltieren. Zwar siehst du viele Orte und neue Leute und an sich so und neue Bauten und kommst auch weit rum. Aber es war einfach nach einer Zeit langweilig, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir einmal hier ein aufgehobenes Schild aufgestellt. Und dann werden wir hier auch einmal wieder drehen. So, und dann werden wir mal wieder zurückfahren zum nächsten Schild. Ist wieder auf der anderen Seite. Gucken wir mal wieder das Verkehrsleitsystem wieder an. Und man direkt den Verkehr wieder rüber lotsen. So. Immer ein bisschen aufpassen. So. Zack. Super. Wunderbar. Ja, du hast ja hier jetzt im Endeffekt den Wald und da können natürlich Rehe versuchen, über die Fahrbahn zu queren, um in den anderen Teil, also von links nach rechts, oder halt auch andersrum. Wir können natürlich auch quer gehen oder wie auch immer, aber das ist halt eben natürlich wichtig. Bildwechselschild. So, dann können wir das Ganze hier einmal wieder abbauen und dann fahren wir direkt auch wieder weiter. Zum nächsten Verkehrsschild. Jetzt haben wir schon mal 6 von 10. Beeilen wir uns ein bisschen. So. Dann werden wir einmal die 300 Meter Marke aufstellen. Die ist auf der anderen Seite. Wo kommen wir von hier rüber? Ja, da kommen wir ran. Super. So, dann stellen wir das einmal auf. So, da haben wir es jetzt aufgestellt. Wunderbar. Super. Können wir direkt wieder zumachen. Und dann können wir auch direkt wieder weiter. So. Jetzt haben wir von 10 haben wir schon insgesamt 7 aufgestellt. Heißt also, uns fehlen uns noch 3 Schilder. Das ist jetzt, glaube ich, sogar bis jetzt die größte Mission, die ganzen Verkehrsschilder aufzustellen. Ich bin jetzt beim Aufnahmezeitpunkt bei 31 Minuten schon. Gut, es wird ein bisschen was rausgeschnitten oder so. Sind wir dann vielleicht bei euch bei 28 Minuten oder 29 ungefähr. So. Wir beeilen uns einmal. So, tun wir den Pfeil wieder rein. Und dann werden wir einmal das Stoppschild aufstellen. So. Zack. Da steht das neue Stoppschild. Super. Können wir das Ganze wieder zumachen und dann können wir direkt wieder weiterfahren. Ja, da kommt keiner. Super. So, wir können dann auch mal wieder das X mit rein und dann werden wir hier einmal drehen. So.
Dann werden wir jetzt einmal das X wieder ausmachen und dann fahren wir hier wieder die Straße entlang, weil da dann das nächste Schild montiert wird. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir werden einmal kurz das X reinhauen. Weil hier fahren die ganzen Leute von der Autobahn runter. Und nicht, dass da uns gleich einer da kommt. Schön, da kommt der nächste. Dann werden wir einmal den Verkehr abbremsen. Okay. Wir werden leicht einen Stau machen. So, dann können wir hier den Pfeil rein tun, damit der dann überholen kann. So. Nee, der Verkehr bleibt ganz stehen. Okay. Ja gut, die können vielleicht nicht beschleunigen. Deswegen beeilen wir uns schnell. So. Zack. Und dann haben wir noch ein Schild mit 50 und dann sind wir auch schon fertig. Gut, dann fahren wir los. Und dann werden wir jetzt schnell das letzte Schild noch montieren. Und dann war es das dann auch schon mit der Folge für heute. Ja, und dann kommt dann Tage oder morgen dann die nächste Folge raus. Da sind wir ja schon in der 5. Folge. Und wir haben jetzt noch über 25 Folgen haben wir noch über. Wir werden ja auch vielleicht noch streamen. Eine Folge oder sogar zwei könnten wir sie sogar rein theoretisch noch streamen. So, beeilen wir uns. Dann stellen wir schnell das 50er Schild noch auf. Ihr könnt es ja mal unten, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir das Ganze mal streamen sollen oder auch nicht. Wenn ja, dann werden wir streamen natürlich. So. Dann machen wir einmal das Ganze an hier. Und dann montieren wir schnell das 50er Schild. Und dann ist auch schon wieder Feierabend endlich für uns. Wir waren ja heute schon wieder sehr, sehr viel unterwegs, haben heute wieder sehr viel erlebt. Und ich verstehe das bis heute noch nicht, warum man Verkehrsschilder klaut oder generell Verkehrszubehör. So, fertig. Dann können wir das Verkehrswechselleitsystem ausschalten. Ich mache kurz das X rein und dann würde ich sagen, Leute, war es das dann auch schon mit der heutigen Folge. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Wer natürlich noch nicht abonniert hat, kann natürlich gerne kostenfrei ein Abo da lassen auf dem Kanal. Aktiviert nebenbei die Glocke. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es gerne auch unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Oder ob ihr vielleicht sogar irgendwelche Freunde kennt, die Straßenschilder klauen an sich. Oder ob ihr sogar selber eins in eurem Kinderzimmer oder auch in eurem Wohnzimmer vielleicht sogar hängen habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Euer Dennis. Tschö. Mit Ö.